Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 1.9 ohne Gräben. Ihr kennt das, ich wiederhole mich jeden Tag und am Wochenende sogar zweimal am Tag. Ja. Wir sind dabei zu ernten. Wir haben die beiden Haferfelder, was sind das? 21, 22 sind fertig geerntet. Die Abfahrer eiern, glaube ich, wild durch die Gegend. Und ja, hier klingelt gerade mein Telefon. Das drücke ich mal eben kurz weg. Jo, auch das muss mal sein. Sorry, ich war kurz weg, aber ihr habt nichts verpasst. Ihr habt ja zugeguckt. Und ich will jetzt hier oben nicht anfangen, den Kurs zu berechnen, weil der Drescher ja im Normalfall nicht von hier oben kommt, sondern von weiter unten. Und daher fahre ich jetzt Richtung Eierhof und fange den Kurs von da an. Meine beiden Hafertransporter, die sind natürlich nicht leer geworden. War klar, weil die gesagt kriegen, bitte zur Haferflockenfabrik fahren. Weil hier wäre eigentlich ein schöner Einstiegspunkt, oder? Hier ist ein schöner Einstiegspunkt. So. Seht ihr, der zweite Drescher ist auch fertig. Den kann ich dann gleich hier hochfahren. Das ist doch perfekt. Tor der Meer. Guck mal, hier hätte ich schön abkürzen können. Das ist der Vorteil der Version ohne Gräben. So. Dann wollen wir mal einen Kurs berechnen. Also. Feldarbeit ist richtig. Feld 26 ist es. 26. Startposition. Aktuelle Fahrtposition. 2. 3. Fahrzeuge auf demselben Kurs. Durchdrehende Reifen. Der MB-Truck wieder. Ja, klar. 2. Okay. Wollen wir mal den Kurs berechnen, würde ich sagen. Ja, dauert ein bisschen. So. Kurs aus. Okay. Den speichern wir erstmal. Feld 26 dreschen mal 2. So. Da muss ich ihm hier sagen, Bahnversatz rechts oder links? Links. So, Abfahrer Priorität Füllstand.
Wir wollen mal gucken, was er so macht. Ja. Und er fährt. Wunderbar. Macht genau das, was er soll. Ja. Alles gut, meine beiden Abfahrer hier. Damit fahre ich jetzt erstmal zum... Oha, jetzt fahren aber die Drescher hier nach und nach fertig. Das ist ja jetzt krass. Jetzt muss ich mich ja beeilen. Vor allem muss ich dann gleich erstmal gucken, wie das denn mit dem Abkippen da am Hofsilo bei den beim Hühnerhof ist. Oh, und vielleicht sollte man auch mal zwischendurch mal nach draußen gucken, wenn man fährt. So, folgt mir der andere noch? Ja, er folgt mir, aber nicht so schnell. Darf nicht so schnell fahren. Der kann nicht so schnell. Nee, ist ja auch okay. Ja, der ist gleich schon voll mit Weizen. Das heißt, ich muss gleich unbedingt den Abfahrtkurs machen. Ja, ruhig, Brauner. Noch ein bisschen Geld verdienen. Das ist nicht gut. Wenn 2 von 4 Dreschern stehen, das ist nicht gut. Der dritte steht auch gleich, weil er voll ist. Da ist nur einer am Arbeiten, oder was? Und noch ein paar Euro verdienen. So. Wir müssen jetzt unbedingt dafür sorgen, dass da der andere abgefahren wird. Ja, so geht das nämlich. Fahr den jetzt erstmal direkt abtanken. Um dann zu gucken, den Kurs einfahren.
hier wird sich nicht vermeiden lassen, einen Kurs zu nehmen, der irgendwo mitten durch die Frucht geht. Ich weiß, wo er steht, aber ich muss ja hier von hier irgendwie rankommen. Nicht gegen einen Baum fahren, das hatte ich nicht vor. Ja, jetzt fährt er gleich wieder los. Ich kann ihn natürlich nicht abtanken, während er losfährt. Was unbefriedigend, die erste Runde. Schauen wir mal, dass wir ab dann hier vorne, dass wir ihn da dann irgendwie abtanken können. Genau, überall Bäume so dicht dran. Na, ich lasse ihn erstmal fahren und guck erstmal. So, wer ist er denn? So, könnte ich ja jetzt Richtung Feld 7 fahren. Gucken, ob ich da so hinkomme. Müsste gerade so gehen. Unser Bärchen. Die Abfahrer dazu finden, ja, das ist der Drescher, den wir gleich brauchen. Können wir mal eben leer machen. Sehr schön. Der fährt im Moment nicht. Ja, der ist voll. Ja, alles klar. Kümmere ich mich gleich drum. Muss eben meine Abfahrer hier suchen. Achso, der ist von Feld 16. Ja, der soll man weiter da.
Aber der hier zum Beispiel, der soll jetzt auf Feld 7 suchen. Feld 7. Ah. Jetzt muss ich erstmal gucken. Habe ich da eigentlich schon. Eigentlich habe ich da doch schon Kurse. Okay. Was habe ich denn für Feld 7 noch nichts? Mir unerklärlich. Ist mir wirklich unerklärlich. Aber naja, fahren wir. Leute, wenn es euch gefallen hat bis hier und achso, wart ihr gestern? Habt ihr gestern einen Livestream geguckt? Unseren Livestream, Hauptfach. Wie hat es euch gefallen? Schreibt doch mal in die Kommentare. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, hier Kommentar, Like, Abo hinterlassen gerne. Würde mich sehr freuen. Ebenso würde es mich natürlich freuen, wenn ihr... ich muss hier erstmal eben einen Kurs aufzeichnen wollen. Wenn ihr heute Nachmittag wieder reinschaltet, zur nächsten Folge Let's Play LS17, hier auf der Nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map in der Version 1.9, ohne Gräben. Wie gesagt, heute Nachmittag gibt es eine neue Folge. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao.